Das Lexikon des Grausens. Heute der Poltergeist. Für Deutschsprachige ist die Herkunft des Wortes nicht ganz so schwierig zu erraten. Poltern bedeutet so viel wie geräuschvoll wütend zu sein. Und das Wort Geist, naja, eine nicht körperliche Erscheinung eben, von der es tatsächlich Menschen gibt, die behaupten, es würde sie nicht geben. Lachhaft. Das Wort wird heute international genutzt und beschreibt das Folgende. Ein Geist oder ein Wesen, das seine Präsenz durch laute Geräusche verdeutlicht. Forscht man genauer nach, so sind Poltergeister meist an Gebäude, häufig an Wohnhäuser gebunden. Sie zeigen sich durch Klopfgeräusche, das Verrücken von Möbeln und Umherwerfen von Haushaltsgegenständen. Parawissenschaftler sehen den Unterschied zu herkömmlichen Spuk darin, dass sich Poltergeister nicht in Gestalt zeigen, sondern nur durch ihre Aktivitäten. Folglich sind sie, die Poltergeister, auch auf Filmen nicht erkennbar. Die erste Beschreibung gab es bereits im 17. Jahrhundert. Der historisch belegte Fall des Trommlers von Titworth erzählt von einem Landstreicher mit einer Trommel, der von einem Richter inhaftiert wurde. Schon kurz nach der Festnahme wurde das gesamte Haus des Richters durch immer wieder auftauchende Trommelschläge terrorisiert. Auch flogen Schuhe durch die Gegend und es wurden Nachttöpfe ausgeleert. Eklig. Auch heute gibt es immer wieder Poltergeist-Aktivitäten, die gefilmt wurden und beispielsweise auf YouTube zu sehen sind. Bei einigen ist die Glaubwürdigkeit einer echten Erscheinung nicht sehr hoch. Aber bei anderen weiß man nicht, ob da nicht wirklich ein Poltergeist sein Unwesen treibt.